Bis vor kurzem dachten wir noch, so sieht Salz aus und nicht anders. Aber inzwischen gibt es auch im normalen Supermarkt immer mehr Luxus- und Gourmet-Salze zu kaufen. Aber ist Salz nicht einfach Salz? Wir machen den Test und geben Ihnen außerdem die besten Salztipps für Ihre nächste Grillparty. Mit Salz schmeckt's einfach besser, klar. Aber bei der riesigen Salzauswahl, die es inzwischen gibt, stellt sich die Frage, was unterscheidet Salze voneinander? Um das zu beantworten, sind wir dabei, wenn im Inneren eines Berges daraus Salz wird, mit dem wir unser Essen würzen können. Später. Er weiß alles über Salz. Gewürzpapst Willi Pichler. Jetzt schauen wir zu mir ins Männerzimmer. Männerzimmer? Da haben wir eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Salzprofi Willi hat für unseren Reporter jede Menge verschiedene Salzsorten vorbereitet. Wichtig bei der Verkostung, nicht einfach wild durcheinander probieren. Für Willi hat jedes Salz eine andere Schärfe. Wir fangen mal ganz mild an und werden dann immer schärfer. Ach okay, damit meine Zunge nicht überladen ist wahrscheinlich, genau. Ne? Aber schmeckt unser Reporter einen Unterschied? Wie, du machst es auf die Hand und dann, ja, macht man das so? Ja, warum, genau. Warum macht man das so? Dass du den Löffel nicht abschlägst. Ach so. Wir testen verschiedene reine Salze, Meersalze, Steinsalze, aus der ganzen Welt. Und tatsächlich, die Unterschiede sind klein, aber da. Du sagst ja fruchtig, das kann ich, ja? Das kann ich bestätigen, ja. Es kratzt ein bisschen mehr, ne? Ja, genau. Es ist einfach salziger. Ein Salz, das sich kalt und frisch anfühlt. Ich dachte immer, Salz ist Salz. Auch bunte Salze sind zurzeit im Trend und ein echter Hingucker. Einige davon sind tatsächlich von Natur aus bunt. Viele werden aber auch mit natürlichen Zutaten eingefärbt. Das Rot kommt durch gefriergetrocknete Himbeeren, ist extrem geil und süßlich. Hier haben wir Tonerde, die beigemengt wird. Hier haben wir Bambusextrakt, der beigemengt wird. Da ist Aktivkohle. Da geht es jetzt primär ums Aussehen oder auch um den Geschmack? Auch um den Geschmack. Das einzige Salz, wo du nichts rausschmeckst, ist das Schwarze, weil Aktivkohle ist geschmacklos. Als Gewürzhändler hat Willi mit Salzen aus der ganzen Welt zu tun. Aber eines seiner Lieblingssalze ist dieses bräunliche Salz. Ein ganz besonderes Steinsalz. Aber warum hat es diese Farbe? Und wo kommt Steinsalz her? Um das zu verstehen, müssen wir Kilometer tief in einen Berg hinein. Wir sind in Altaussee in Österreich, in der Nähe von Salzburg. Hier steckt das Salz schon im Namen. Vor ca. 200 Millionen Jahren war Mitteleuropa und damit auch die Gegend um Salzburg von einem Meer bedeckt. Irgendwann verdunstete das Wasser und zurück blieb eine dicke Salzschicht. Als sich im Laufe der Zeit die Erdoberfläche veränderte, schoben sich Erdschichten übereinander. Es entstanden Gebirge. Das Salz wurde in diesen Gebirgen eingeschlossen. Genau genommen war also auch dieses Salz einmal Meersalz. Vielerorts ist das Salz aber so ungleichmäßig im Berg verteilt, dass es sich nicht wie andere Bodenschätze abbauen lässt. Hier in Altaussee ist das anders. Die Wände dieser Höhle sind von einer Salzader durchzogen. Ein echtes Luxussalz. Das fängt bei der außergewöhnlichen Farbe an. Die kommt daher, dass im Natursalz auch andere farbige Mineralstoffe enthalten sind. Unter anderem Eisen. Und noch etwas ist an Steinsalzen besonders. Während die Verschmutzung der Meere auch die Qualität von Meersalz beeinflusst, hatte Steinsalz gar keine Gelegenheit, verunreinigt zu werden. Ja, dieses Salz ist ja Millionen Jahre eingeschlossen im Berg, wurde keinen Umwelteinflüssen ausgesetzt und wird so in dieser ursprünglichen Form gewonnen und kommt dann ans Tageslicht und in die Suppe oder auf den Teller von den Leuten. Bis dahin sind allerdings noch ein paar Schritte nötig. Los geht es mit Sprengen. Und obwohl das ja eigentlich Galileo-Spezialgebiet ist, dürfen wir da leider nicht dabei sein. Jedenfalls werden in regelmäßigen Abständen zuerst einmal große Brocken aus dem Berg gesprengt. Dieses Salz ist auch deswegen ein Luxusprodukt, weil viel Handarbeit nötig ist, es abzubauen. Denn auch wenn das Salz in diesem Abschnitt relativ gleichmäßig im Berg verteilt ist, in jedem Brocken befinden sich immer auch Stücke, in denen mehr anderes Gestein steckt als Salz.
Daher müssen die Arbeiter die Brocken überprüfen, in kleinere Stücke zerkleinern und sortieren. Salz oder Geröll? Schließlich soll es später beim Essen nicht zwischen den Zähnen knirschen. Anschließend wird das Ganze auf einem Schienensystem zur nächsten Station gebracht. Dem Brecher. Aber wie wird aus diesen Steinen essbares Salz? Hier werden die Brocken erst einmal weiter zerkleinert. Und dann? Was passiert dann? Das ist es. Es kommt nichts dazu und nichts mehr weg. Also es Ursalz vom Urmeer. Während bei industriellem Salz alle Elemente herausgefiltert werden, die nicht reines Salz sind, ist das bei diesem Natursalz anders. Hier bleiben natürliche Mineralien, die auch im menschlichen Körper vorkommen, im Salz drin. Dazu zählen unter anderem Magnesium, Calcium, Jod, Eisen und Zink. Lediglich grobe Verunreinigungen kommen raus. Am Ende besteht das Bergkernsalz zu 95% aus reinem Salz. 5% sind andere Mineralien. Zurück bei Gewürz- und Salzprofi Willi Pichler. Er handelt nicht nur mit reinen Salzen, sondern produziert auch Gewürzsalze. Inzwischen findet man solche Gewürzsalze immer öfter und in immer ausgefalleneren Varianten im Supermarkt. Dabei eignen sich selbst total ungewöhnliche Zutaten dafür, mit Salz gemischt zu werden. Fichtennadeln zum Beispiel. Geil. Man kann es richtig inhalieren fast schon. Man schmeckt es im Rachen, in der Nase. Salzige Luft. Das ist sehr witzig. Warum kombinierst du jetzt so Sachen wie Salz und Fichtennadeln? Du könntest ja die Nadeln einfach pur rüberschmeißen übers Essen, oder? Ja, aber die Fichtennadeln brauchen auch ein bisschen Salz, damit das Ganze vollmundiger wird. Ja. Salz wirkt ja wie ein Geschmacksverstärker am Essen. Ja. Und wenn dir was fehlt, brauchst du meistens eine Prise Salz, eine Prise Zucker, dann wird es vollmundiger. Und dann ist es rund. Stimmt. Wir holen uns so mehr Power raus. Power? Das wollen wir doch mal sehen. Grillweltmeister Christoph Gollenz will uns zeigen, wie man mit Salz mehr Power aus Grillgut herausholt. Sein Vorschlag: Fisch in Salzkruste. Denn Salz schmeckt nicht nur, sondern hat noch einen anderen riesigen Vorteil. Dadurch, dass der komplett mit Salz eingepackt ist, gart der ganz schonend und bleibt irrsinnig saftig, nimmt das Salz und die Aromastoffe natürlich aus dem Salz auf und schmeckt dann wirklich butterzart. Und für alle, die bei der nächsten Grillparty angeben wollen, das Ganze ist ein echter Hingucker. Das ist echt wie Beton jetzt, ne? Die größte Angst unseres Reporters Martin ist, dass der gute Fisch völlig versalzen ist, bei dem vielen Salz. Aber tatsächlich schützt die Haut das Fleisch vor Übersalzung und der Fisch schmeckt. Es ist dezent salzig, es ist so, ne? Ja, wie es sein muss eigentlich. Aber super saftig. Man muss gar nicht nachwürzen eigentlich. Man sieht ja da zum Beispiel, dass er wirklich noch wunderschön im Saft steht. Ja. Also das ist toll, er trocknet auch nicht aus dadurch. Aber dann kommt endlich auf den Grill, worauf Martin die ganze Zeit gewartet hat. Fleisch. Über die Frage, wann man Steaks salzen sollte, streiten sich die Profis. Wir salzen heute nach dem Grillen, um zu testen, welches Salz am besten zum Steak passt. Was meint der Grillmeister? Wir haben es jetzt auf Gas gegrillt. Ja. Da könnte der Rauchgeschmack jetzt ein bisschen ins Hintertreffen gekommen sein. Und wenn man das jetzt mit ein bisschen geräuchertem Salz dann würzt, dann schmeckt es wie vom Holzkohlengriller. Martin probiert das Fleisch mit den unterschiedlichsten Salzen. Am Ende seines Salztages ist er hin und her gerissen, wenn es um die Frage geht, welches Salz denn nun am besten schmeckt. Man kann ganz schwer sagen, was jetzt besser passt oder was am besten zum Fleisch genommen werden sollte, welche Salzsorte. Das ist Geschmackssache. Weil es alles natürlich erstmal nach Salz schmeckt und die Nuancen sind ja ganz dezent. Man muss schon einen geschulten Gaumen haben, aber trotzdem. Mit Salz ist irgendwie alles ein bisschen geiler, denn Salz ist ein klassischer Geschmacksverstärker. Bei der Salzauswahl brauche ich keinen Ketchup mehr, ganz einfach. Also bei der nächsten Grillparty den Ketchup im Schrank lassen und einfach mal mit verschiedenen Salzen experimentieren.